Guten Tag und herzlich willkommen zurück zur fünften Staffel von Stranded Alien Dawn. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir machen jetzt erstmal eine Bestandsaufnahme. Ich werde mal immer versuchen, so zum Beginn einer Aufnahmesession, und das hier ist so ein Beginn einer Aufnahmesession, so eine kleine Bestandsaufnahme zu machen, um mir einen kleinen groben Überblick zu verschaffen, was wir haben, was wir nicht haben, was wir brauchen, was eventuell noch hergestellt werden muss und so weiter und so fort. Wir fangen mal hier oben an. Futter sieht sehr gut aus. Das passt auf jeden Fall. Wir könnten natürlich trotzdem reingucken hier in den Ofen. In die Öfen. Grenzwerte erreicht. Okay, haben wir nicht genug Ressourcen für den Tee. Hierfür haben wir auch nicht genug Ressourcen, das ist klar. Rauchblatttee haben wir nicht genug Ressourcen. Hier sind die Rauchblätter. Okay, und getrocknet wird hier. Aber ja. Ich würde mal das rohrote Fleisch hier auch tatsächlich rausnehmen. Okay. Gut, Futter passt. Hier sieht es gar nicht mal gut aus. Hier sieht es gar nicht gut aus. Fleischbeeren zu wenig, Glitzerkappen zu wenig, eingelegtes Gemüse zu wenig. Strauchfrüchte sieht ganz gut aus. Und auch rohes Insektenfleisch haben wir auch zu wenig. Okay. Wir haben allerdings erst zuletzt hier umgebaut, ne? Meine ich. Hier haben wir Fleischbeeren. Was wir auch mal machen sollten, ist hier vom Breitblatt-Buschfeld. Sollten wir mal nochmal... Kann es sein, dass ich hier... Hier und da... Ja gut, das hier brauchen wir natürlich nicht, den Teil, ne? Warte mal, dann werden wir das Feld hier mal eben ein bisschen verkleinern. Einmal weg damit und dann werden wir hier einfach mal vergrößern. So. Das ist schon mal ganz gut. Hiervon brauchen wir aber eindeutig mehr, weil wir haben nur 440 Stöcke. Und wir müssen im Winter ja durchaus noch ab und zu heizen, ne? Also sollten wir uns da einmal hier... Moment. Feld vergrößern. Werden wir hier nochmal ein bisschen was dran setzen. So vielleicht. Vielleicht noch ein bisschen. So, und dann könnten wir hier... noch einmal so machen. So, wie sieht es aus mit Getreide? 1512 mal Getreide haben wir. Hier wird natürlich ordentlich geerntet. Ich könnte auch die Zeit mal langsam weiterlaufen lassen. Zumindest langsam, damit ein bisschen was passiert, während wir hier quatschen, ne? So, das ist ja schon mal ganz sinnvoll. Gut, hier 26 elektronische Geräte. Die werden hier allerdings nicht hergestellt. Warum nicht? Bis... 30. So. Und den schmeißen wir auch direkt mal nach oben. Und dann hier nochmal CPU-Kerne. Wobei CPU-Kerne können wir uns sparen, würde ich sagen. Die haben wir ja eigentlich immer durch Expeditionen. Aber Energiezellen. Energiezellen machen wir auch mal bis 10. Setzen die hier auch einmal nach oben. Und die Kohlenstoff-Nanoröhrchen bringen mich gerade darauf. Sind wir gerade eigentlich schon dabei? Nein, sind wir nicht. Nein, sind wir nicht. Wir stellen gar keine Kohlenstoffrüstung her. Was ist da denn los, Freunde? Na gut, dann machen wir mal hier einmal die Westen rein, bis 2. Plus die Hosen. Bis 2 und hier dann den ganzen Rest, würde ich sagen, oder? Stiefel. Bis 2. Hüte. Also den ganzen Rest heißt Stiefel und Hüte. Bis 2. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann hier können wir die können wir mal noch drin lassen. Die Turnschuhe nehmen wir mal raus. Hier die synthetischen Sachen, die lassen wir mal noch drin. Hier können wir auch rausnehmen. T-Shirt lassen wir drin. Brauchen wir nämlich. Sommerhose kann auch raus. Okay. So, wie sieht's denn aus mit den Winterklamotten? Ja, das passt noch. Das passt doch noch ganz gut. Wunderbar. Wunderbar. So, apropos Expedition. Warte mal, ich möchte mal gerade hier gucken. Supercomputer-Trümmer. Können wir den Jack einfach mal hinschicken, oder? Schicken wir den Jack einfach mal los. So, hier wird sofort losgedruckt. Das ist sehr gut. Hier können wir mal gucken, elektronische Geräte bis 20. Die Railgun machen wir hier.
Hier ganz genauso. Hier gehen wir bis 50 hoch. Das können wir mal rausnehmen, würde ich sagen. Oder hier gehen wir auch bis 20, so. Dann wird hier eine Raygun und da eine Raygun hergestellt, was vielleicht nicht so sinnvoll ist. Wechseln wir mal hier. Energiezellen können wir auch rausnehmen. Tja. Pulsgewehr. Nicht genug Ressourcen. Setzen wir hier mal die Reihenfolge ein bisschen anders. Setzen wir mal hier die Raygun als, an Platz 1. Ja, so sollte das ganz gut gehen. So, dann wird hier fröhlich gedruckt. Das ist schon mal was. Das kommt eben davon, ne? Wenn man halt jemanden komplett schnell durchcraften lässt, dann kommt es durchaus vor, dass ich vergesse, dass wir ja Dinge erforscht haben. So, wir haben jetzt einmal hier die Kohlenstoffklamotten haben wir gemacht. Okay, wir gucken mal erstmal hier oben weiter. Okay, das hier passt, wird alles hergestellt. CPU-Kerne holen wir uns ja ab. Erz ist natürlich keins da. Silizium sieht ganz gut aus. Energiekristalle sehen auch ganz gut aus, witzigerweise. Sehr schön. Getrocknetes Rauchblatt haben wir. Ach so, für den Tee brauchen wir aber nicht getrocknetes Rauchblatt. Dafür brauchen wir rohes Rauchblatt. Na gut. Das ist ja natürlich klar, ne? Dass wir das dann nicht kochen können. Aber gut, den Kaffee machen wir uns ja auch. Expedition abgeschlossen. Supercomputer drüber. Mal gucken, wie viel er mitbringt. Ich glaube, Quinn hatte immer, 5, 3, 4, irgendwas in dem Dreh hat er immer mitgebracht. Dann können wir hier einmal den stimulierenden Tee, den können wir uns auch mal machen. Ne? Haben wir den überhaupt irgendwo drin? Nee. Offensichtlich nicht. Bis 50. Da sollen wir mal losziehen hier, würde ich sagen, mit dem stimulierenden Tee. So, wie viele sind es denn? CPU-Kerne? 3 Stück. 3 hat er mitgebracht, 3 ist in Ordnung. Nicht genügend Stauraum für. Aha. Ja, das ist schlecht. Dann müssen wir hier mal wieder öffnen. Rohes Essen kommt jetzt hier auch mal wieder rein. Ja, hier ist auch alles voll, ne? Ja. Naja. Stimulierender Tee haben wir jetzt auch. Sehr schön. Die können sich mal den stimulierenden Tee reinziehen. Dann sind sie ein bisschen fitter. Dauerhaft ein bisschen fitter. So, Kana crafted hier. Sie ist aber auch hungrig. Gekocht wird aber. Ja, wir haben 31, das passt auch. Gucken wir hier nochmal rein. Sieht alles ganz gut aus. Schwubberschwämme werden auch gerade geerntet. Ach, hier guck mal, ein paar Äste noch vor dem Winter, das ist gut. Weil der Winter, der kommt mit Sicherheit und er ist gar nicht so weit entfernt. Schon wieder nicht genügend Stauraum. Diesmal scheint es aber für den Stoff zu sein, ne? Ja, da sind wir hier voll. Wir haben hier einige unfertige Gegenstände. Nicht beendeter Speer. Schade, dass man die noch immer nicht zerstören kann. Railgun. Nicht beendet. Nicht beendete Energiezelle. Wird so eine nicht beendete Energiezelle auch hier reingeschmissen? Ich glaube ja nicht, ehrlich gesagt. Naja, sieht nicht so aus. Das sieht mir nicht so aus. Da müssten wir ja eigentlich hier irgendwo noch eine herstellen einmal, ne? Was haben wir hier noch drin? Warte mal, wir können uns da so allein anzeigen lassen. Wir haben Flüssigtreibstoff nicht beendet. Sommerschuhe. Speer. Railgun. Energiezelle. Das ist natürlich ein bisschen schade. Dass wir das nicht zerstören können. Was man eben machen könnte, ist draußen einen Mülllager aufstellen. Das ließe sich durchaus machen. Dass eben die unfertigen Gegenstände da hinten einfach rausgeschmissen werden. Das Problem ist nur, wir haben hier eben auch eine Railgun dabei. Die würde ich ganz gerne herstellen, ehrlich gesagt. Na, wir lassen das erstmal so. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Platz. Moment, aber wir haben doch hier Platz. Muss doch was anderes gewesen sein.
für Stoff. Achso, es war tatsächlich wieder was zu futtern. Das ist ja irre. So, die Dinger hier sind alle zu, ne? Ja. Wir werden mal gucken, dass wir irgendwo noch Antibiotika herstellen. Dann verbrauchen wir nämlich ein bisschen aggressive Tiere, 203. Dann verbrauchen wir nämlich ein bisschen von dem... Hier. Ach, wird hier hergestellt. Dann verbrauchen wir ein bisschen was von dem Getreide. Hier haben wir auch den Grenzwert erreicht. Hier wird Wein hergestellt. Ja gut, okay. Antibiotika, hier können wir mal auf 70 hochgehen. Ja, und hier bei dem Antibiotika-Fass gehen wir mal auch auf 200 mindestens hoch, 300. Wir haben ja so viel Getreide gerade. Wobei ist natürlich dann schlecht, dass wir hier das Bier drin haben, ne? Warte mal. Haben wir noch irgendwo das Bier drin? Das hier bis 300. Hier haben wir bis 50, bis 20, bis 50, 50, 70, 100. 350, 250. Ja, produzieren wir halt. Wisst ihr was? Wir machen jetzt hier noch ein extra Fass hin. Extra Fass. Und zwar kopieren wir uns mal das hier und setzen das hier hin. Gucken, wer das mal schnell baut. Aggressive Tiere hier. Das ist nur ein Kleinkram. Das sollte kein Problem sein. So, gegen 10 Uhr werden wir euch dann mal nach vorne ziehen. Ne, warte mal. 10 Uhr werden ja schon 6 Stunden. Gegen 8 Uhr werden wir euch nach vorne ziehen. Gut, dann bauen wir hier einmal ein weiteres Gärfass und kümmern uns hier dann hauptsächlich um Bier, würde ich sagen. Sehr schön, da haben wir es. Ändern hier einfach die Reihenfolge. So machen wir das. Bier nach vorne. So, dann kommt mal alle her, Freunde. Stellt euch mal alle fröhlich hier hin. Aber bitte fröhlich, ja? Das ist wichtig. So, Jack. Den hauen wir auch hier hin. Gut, Angriff kommt, kein Problem. Und Jack, würde ich sagen, schicken wir dann, sobald es ihm wieder besser geht, schicken wir dann auch direkt wieder auf Expedition. Gut, Vertragsangebot Han. Oh, Han ist gar nicht mal so... kostenfrei. Oh ja, natürlich. Ja, wunderbar, komm ran, Han. Cool, ey, noch einen kostenfreien hier. Schön, 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 schön. Mensch, also mit Han habe ich jetzt ja nicht gerechnet. Das ist so ein alter Bekannter. Wusste ich gar nicht, dass er mittlerweile Verbrecher geworden ist. Ich hatte gedacht, der wäre irgendwie Soldat. So, kriegen wir die alle hier wegbetäubt? Hört doch die ganze Ordnung aus. Da kommt auch wieder nicht so viel. Das ist ganz geil, dass da nicht so viel bei den Flammenwerfern ankommt. Wir haben allerdings tatsächlich ein Insektenfleischproblem, ne? So. Wunderbar. So, wie viel haben wir jetzt wieder? Wir haben jetzt wieder 8 Mann. Han ist mit dabei. Sehr schön. Han ist allerdings auch unbewaffnet. Da müssen wir direkt mal was dran ändern. Han bekommt einen geilen Kurzbogen. Toll, ganz toll. Aber dann können wir, Jack hat ja auch noch einen Kurzbogen, wir können dann einmal losziehen. Wir haben einmal hier ein Nest mit nicht allzu viel, aber das nächste war, glaube ich, in diese Richtung, ne? Soweit ich mich recht entsinne. Hier vorne, ja. Dann würde ich einfach mal sagen, ja, dem Jack, den geht's nicht so gut, ne? Was ist denn bitte los, Jack? Kann ich was für dich tun? Jack, kannst du dich mal entspannen? Hast du irgendeine Lieblingsbeschäftigung? Schießübung machst du gerne. Na gut. Musst du stattdessen Musik machen, das ist ja fast das Gleiche.
Das ist ja fast das Gleiche. So, Han kann gerne ein Allrounder sein, würde ich sagen. Der macht einfach alles, was er so... Hat er an irgendwas Interesse, der gute Han? Ich glaube, da war eigentlich... Am Physischen war der interessiert, ne? Hier, ja. Okay, also wir setzen hier auf jeden Fall jeweils auf 1. So. Und dann werden wir abbauen auf 2. Schneiden auf 2. Alles andere auf 3. Soll er erstmal so machen. Er hat ja ein Bett, ne? 2, 4. 2, 4, 6. 7. 8, 9. Ja, wir hatten ja kein Bett abgebaut, nachdem das letzte Mal jemand da war, ne? Nun würde ich sagen, am nächsten Morgen gehen wir einmal fröhlich jagen. So, ausreichend Futter wird gekocht, das ist gut, aber über den Winter zu kommen, wird jetzt nicht so einfach, wie es aussieht. Wie sieht es denn aus mit Haferbrei? Da können wir mal noch ein bisschen mehr reinsetzen. Denn, ja, der Winter könnte interessant werden. Da müssen wir mal schauen. Wir haben eindeutig zu wenig Gemüse und so, ne? Brauchen einfach mehr Gemüse. Ja, darum müssen wir uns kümmern. Und Insektenfleisch auch. Mit Han könnten wir natürlich auch mal jagen gehen. Der kann so gut, der schießt. Der erste Schuss ist 100%ig ein tödlicher Schuss. Wenn das Tier nicht Bescheid weiß. Guck mal hier. Erzvorkommen. Können wir mal mitnehmen. So richtig weit weg ist es dann ja doch nicht. Vanessa flitzt direkt zum Erz. Ach, guck mal, Vanessa, die kümmert sich da direkt drum. Han aber auch. Apropos. Übrigens, wir haben hier auch noch, uns fehlt hier auch noch ein recht wichtiger Durchbruch. Und zwar ist es das Schlaftraining. Uns fehlt hier das Schlaftraining. So, Vanessa zieht hier richtig durch, ne? Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, dann. Würde ich sagen, wobei Vicente, der ist gerade noch... Der pflanzt gerade noch an, aber er ist fast durch. Dann würde ich sagen, wir lassen euch mal jetzt alle... Okay, wenn ihr da hinten fertig seid... Mit dem Abbauen vom Erz. Ja, toll, jetzt ist natürlich ja, Schluss, ne? Aber gut, okay. So. Einberufung. Kommt mal alle her. Ihr müsst mal jetzt schnell hier ein bisschen was töten. Das ist zwar auch lächerlich, was es hier zu looten gibt, aber was soll's. Dürfte zumindest recht schnell gehen. Wir sind ja recht viele, ne? Meins ist tot. 8 greifen an, gar kein Problem, gar kein Problem. 6 greifen an, 5 greifen an. Immer wieder lustig, ne, diese Halbschale hier. So, ihr kriegt das locker hin. Ja, easy. Sally schießt vorbei, dann nicht so. Gut, also, jetzt werden wir... Wieso hat er sich denn entschieden anzugreifen? Man weiß nicht. Dann schießen wir hier nochmal drauf. Wunderbar. Dann werden wir jetzt einmal... wer ist denn physisch hier am besten drauf eigentlich? Ach, wir lassen Han einfach mal hier ein bisschen kloppen, würde ich sagen. Wir lassen Han hier mal ein bisschen kloppen. Also... Das soll natürlich alles abgebaut werden. Es sind nur 3. Eieieiei. Aber du kannst zumindest direkt alle 3 mitnehmen. Sehr schön. 3 Stück, ey. Das ist ja echt, das ist ja ein winziges Vorkommen hier, ne? Ist ja echt lächerlich. Hier ist auch noch 1, ist allerdings auch ganz schön weit weg. Ja, dann wäre das nächste, wäre tatsächlich das jetzt in diese Richtung, glaube ich, ne? Was ist denn hier oben? Achso, Ulfen sind das. Ich glaube, das hier ist aber auch so klein. Hei, 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 hei. Das ist ja alles nicht so der Hit, ne?
Naja, aber besser als nix, weil wir brauchen natürlich Kohlenstoffrüstung. Die müssen wir uns dringend craften, damit wir sie hier mal komplett ausgestattet haben, die guten. Na, mal gucken, er kann wahrscheinlich nicht alles mitnehmen, ne? Ne, nicht mal ansatzweise. Naja, jemand anderes wird auch gleich nur laufen. Dann haben wir wieder ausreichend. Verteidigung müssen wir natürlich auch weitermachen. Machen wir in Zukunft auch. Da werden wir uns natürlich um alles kümmern, ist klar. Allerdings würde ich ganz gerne so langsam ein bisschen unser Haus auch ausbauen, weil wir einfach zu wenig Platz hier haben. Also hier nicht ausbauen, sondern hier ausbauen. Die Pläne kennen wir ja, ne? Wissen wir ja, was das werden soll. Beziehungsweise wie es werden soll. Hoffe ich zumindest, dass es so wird, wie ich es plane. Gucken wir mal. Wir können einmal hier eben schon mal einen kleinen Flur drumherum bauen. So war ja zumindest der Plan. Mal gucken, ob das alles auch wirklich so funktioniert. Ich bin mir da noch ein wenig unsicher. Ehrlich gesagt. Oh, ist es jetzt eins zu hoch? Ja, viel zu hoch. Achso, passt ja sowieso. So, das haben wir. Und dann, wir werden so ganz gemütlich, werden wir nach und nach die Hütte hier fertig bauen. So, jetzt haben wir nämlich schön auf zwei Ebenen das Ganze. Hier in der Mitte soll der Crafting-Tisch, der Crafting-Bereich soll ja hier entstehen, ne? Inklusive Lager. Das Schöne ist, dass wir hier halt auch nicht so weit auseinander sind. Also hier wird kein großer Umzug stattfinden. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob das auch von der Größe her wirklich ausreicht, ne? Ansonsten müssen wir das eben alles nochmal abreißen und nochmal neu bauen. Aber ist ja kein Problem, kostet ja nur ein bisschen Holz. Ja? Und Holz produzieren wir hier ja mehr als genug. Wir könnten natürlich vorher jetzt erstmal den Blueprint bauen. Wird einem ja angezeigt, wie viel man so braucht. Aber ich denke, wir werden einfach drauf losbauen. Und hier sehen wir, 2400 mal Holz kriegen wir hier. Alle, wie viele Tage, wie lange wächst du? Du wächst 18 Tage. Sprich, zweimal im Jahr bekommen wir 2400, also wir kriegen knapp 5000 mal Holz pro Jahr. So schnell können wir, glaube ich, gar nicht bauen. So, dann wäre hier angesagt, dass wir hier einmal Wände drum umbauen, ne? Oh, guck mal, wir haben Tee. Tee haben wir. Lecker, lecker. So, und hier müssen wir auch überlegen, dass wir auf jeden Fall immer in die richtige Richtung unsere Wände bauen, ne? Müssen wir mal sehen. Weil ansonsten wird das interessant. Später soll es ja alles aus Carbon gebaut werden und da sind die Strukturen ja auf beiden Seiten unterschiedlich oder die Texturen. Und deswegen nehmen wir jetzt auch mal die Holzbretterwand, damit wir da auch wissen, in welche Richtung wir das Ganze hier bauen. Denn auch hier zwei unterschiedliche Texturen, je nach Seite. So, machen wir mal das. Und dann werden wir auch sehen, dass wir alle Dächer in eine Richtung orientieren. Das sieht dann zwar nicht so gut aus, aber ist irgendwie auch egal. Wobei es eventuell so ganz cool aussehen könnte. Brennendes Passagierschiff. Können wir das überhaupt machen? Im Military-Modus geht das ja nicht. Ne, hier geht das auch nicht. Okay. Supercomputer-Trümmer. Da können wir den Jack, glaube ich, nochmal hinschicken. Ne? Machen wir einfach mal. So, dann bauen wir mal nach und nach aus. Und dann hatte ich ja überlegt, dass wir hier unseren Crafting-Raum reinsetzen. Und dann kommen außenrum kommen unsere Crafting-Stationen. Und Türen in alle Richtungen. Hatte ich auch gesagt, ne? Und zwar Tür, Bretter, Holz, Holzbretter. Mal so rum, ne, von mir aus. Einmal hier, einmal da, einmal dort nicht.
weil Jack uns unterbrochen hat. Einmal hier. So. So, da haben wir auch schön direkt die Treppen in den Flur rein. So wollen wir das. Genauso muss das sein. Der 3D-Drucker ist defekt. Wie viel Holz, wie viel Stein haben wir? 1,3000 mal Stein haben wir. Was auch nicht ganz so viel ist, ne? Was ich ganz gerne machen würde, ist eigentlich Beton hätte ich ganz gerne. Aber wir können ja im Notfall auch noch austauschen, ne? Wir werden jetzt hier einmal erstmal hier den Bodenbelag reinzimmern. Weil wir natürlich aus... Naja, wir nehmen mal das Holzpaket. Das ist nachwachsend. Wobei wir natürlich so viel Holz jetzt auch nicht haben, ne? Ja, wir nehmen aber das Holzpaket. So, hätten wir das. Dann einmal Dach drauf. Von mir aus auch aus Brettern. Ich würde sagen, wir machen das mal so rum, oder? Wie groß kann man eigentlich so ein Dach bauen? Hä? Also jetzt ist noch eins runtergegangen. So ist richtig. So, einmal ein Dach drüber, dann haben wir schon mal den ersten Raum hier fertig. Und dann müssen wir jetzt nochmal überlegen. Also, Lagerung, Lagerfächer. Ich würde sagen, ja doch, machen wir aus Holz. Ich weiß halt auch nicht, ich muss halt sagen, zu so einem Farm... Ach, guck mal, Kohlenstoffstiefel, sehr schön. Zu so einem Farmhaus würde ja eher irgendwie so Holz passen, ne? Auf der anderen Seite hält es natürlich nichts aus, das ist eben auch schade. Nicht genügend Stauraum für Tee. Warte mal. Schmeißt mal schön hier alles rein, Freunde. Die Unverendeten bitte nicht. So, sehr gut. So, da kann auch noch geerntet werden, aber dann, hier wird auch gut verbraucht. Sehr schön, also wir haben dann sogar genug Platz, sehr gut. So, hier wird auch fertig gebaut, das ist gut. Würde ich sagen, an der Stelle machen wir in der nächsten Folge weiter. Ist ja schon mal ein Anfang. Leute, vielen Dank für eure Zeit, Likes und Kommentare. Bis zum nächsten Mal hier in der fünften Staffel von Stranded Alien Dawn. Tschüssi.